Moto TV 22 Bauer beim Eisboot My Story. Das erste Eisrennen in Fieberbrunn und ein Fieberbrunner steht bei uns da. Der Frenki Zorn, Europameister in Eisspeedway. Frenki, deine Maschine mit 32 mm langen Nägeln und Eisspeedway ist dein Leben. Ja, Eisspeedway kann man sagen, ist mein Leben. Ich bin jetzt schon gute 30 Jahre unterwegs, exakt dieses Jahr. Und ich muss sagen, es hält mich jung, hält mich fit und ich bin aber sehr gut unterwegs und vorne dabei. Also es macht noch riesen Spaß. Ja. Ja, du warst jetzt gerade bei der Weltmeisterschaftsqualifikation, hast den vierten gemacht, bist ganz vorne mit dabei und es geht jetzt nachher gleich mal los in Zell und nach Polen. Genau, wie du sagst, es war jetzt die WM-Quali in Schweden. Es war natürlich von der Platzierung her genau der Klassiker. Es waren drei Punkte gleich mit 13 Punkten. Und einen Lauf habe ich ein bisschen eine Unebenheit erwischt und habe das Rennen, also den Lauf um einen halben Meter nicht gewonnen, sonst hätte ich das Rennen gewonnen. War natürlich nicht zufrieden, ist eh klar, es ist das Rennfahrer-Ego. Aber vom Gesamten muss man sagen, die ersten 10 haben sich qualifiziert und muss man zufrieden sein. War ein Top-Ergebnis und jetzt geht es dann weiter in den Grand Prix, in die WM. Ja. Ja, und da steht Inzell vor der Haustür im Programm. Inzell ist ja eine richtig tolle Kunsteisbahn, es wird richtig heiß dort. Inzell ist natürlich eins von den Heimrennen von mir, 30 Kilometer entfernt. Eine geschlossene Eislaufhalle, Skatinghalle, 400 Meter Bahn, sehr schnell. Braucht man gutes Material, gutes Maschinenmaterial, muss man ist sehr körperlich sehr anspruchsvoll und muss man gut drauf sein. Also ich habe eigentlich ein gutes Training gehabt heuer in Schweden, waren ja Top-Bedingungen, Temperatur hat passt. Da wo wir waren am See, der ist richtig glatt gefroren und wir haben in 14 Tagen 7 Trainingstage absolvieren können. Und wie gesagt, jetzt steht dann die WM in Inzell an. Vorher geht es nach Polen, so eine Generalprobe in der Europameisterschaft, wo es passt. Und dann schauen wir, was in Inzell rauskommt. Ja, wir werden ihm verfolgen, was er macht in Inzell. Wir werden dabei sein und wir freuen uns schon auf diese Weltmeisterschaft. Ja, heute hier in Fieberbrunn, das ist ein Trainingslauf, ein Showlauf für euch Speedway-Fahrer. Ihr seid mehr Speedway-Fahrer heute hier und macht da mal ein bisschen Show für die Leute, die nicht wissen, was ist Eisspeedway. Richtig, es ist natürlich jetzt nicht die klassische Eisspeedway-Strecke, es geht ein bisschen auf und nieder. Aber man hat schon gesehen, es sind Fahrer da aus Holland, aus Deutschland, die Show mitmachen. Wir haben das kurzfristig beschlossen, dass wir da dabei sind, dass nach der Covid-Zeit, wo nichts passiert ist, wieder mal Action passiert. Und wie gesagt, MSC Billersee hat das eigentlich perfekt über die Bühne gebracht bis jetzt. Die Vorarbeit, die wochenlange Vorarbeit mit dem Eis hat eigentlich super funktioniert. Der Schnee ist relativ dann spät gekommen. Aber heute am Renntag, man sieht, alle Klassen funktionieren eigentlich top. Es sind spannende Rennen und für uns natürlich, wie ich schon gesagt habe, meine holländischen Kollegen und die Deutschen haben natürlich trotz des Auf und Nieder geht auch sehr viel Spaß und es ist halt einmal was anderes. Ja, und wir freuen uns jetzt bei dieser Vorführung von diesen Speedway-Fahrzeugen. Und wenn man da schaut, mit 32 mm langen Nägeln, die aus diesem Reifen ragen, hat man ja einen vollen Grip, Frenki. Richtig, also es ist zwar, wenn die Auto vorher gefahren sind, wird es mulfig ein bisschen, macht aber uns nichts. Wir haben 32 mm lange Spikes, also generell sagt das Reglement, das ist im Skiering da. Unser Reglement, wir sind richtig mit 28 mm unterwegs, aber es ist das gleiche Prinzip und wir haben vollen Grip. Und wir freuen uns jetzt auf dieses Showprogramm hier in Fieberbrunn und Frenki Zorn, wir wünschen ihm alles Gute für Inzell, für die Weltmeisterschaft. Alles Danke. Gute. Dankeschön.
das erste Eisrennen, ausgeführt vom MSC Billersee hier in Fieberbrunn bei minus 10 Grad. Frankie, du bist selbst mit dabei und jetzt geht's für dich gleich weiter nach Inzell. Richtig, also wir werden jetzt dann nachher die Öle ablassen von den Motoren, alles nochmal kontrollieren und dann in Inzell bei der WM angreifen. Ja, Frankie, alles Gute und viel Erfolg. Danke. We'll be right back.